Hello, it's me. I'm Bella C and you're watching Freakish on an MTV. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Freakish. Ja, der heutige Kontrast könnte nicht stärker sein. Letzte Woche machten wir noch Party mit dem voll tätowierten Zombie-Boy und heute sind wir an dem Gala-Dinner Wine and Dine. Zusätzlich gibt es für euch Beiträge von der Graphic 16 und ein exklusives Interview mit der feurigen Bella C. Wir haben noch so viel vor, also los geht's. Vom Dancefloor in die Weinstube. Heute wird die bulgarische Weinkunst zelebriert und das in der Schweiz. Katarzyna wird seit über 5 Jahren im osteuropäischen Land Bulgarien produziert. An diesem Abend haben sich namhafte Personen des Weinlandes hier getroffen. Darunter Designer of the Year Sofia Borisova, die bulgarische Botschafterin und Bella C. Als Botschafterin Bulgariens, was für eine Bedeutung hat der heutige Abend für Sie? Also das ist eine wunderbare Gelegenheit, über bulgarische Weine nicht nur zu sprechen, sondern sie zu testen. Und das ist ja perfekt, weil Bulgarien weltweit bekannt ist mit den guten Weinen. Es ist eine langjährige Tradition, das heißt jahrhundertjährige Tradition, die wir pflegen aus der Zeit der Thraker. Da wird in Bulgarien auf diesem Territorium Wein produziert und diese gute Tradition ist gut erhalten geblieben. Heutzutage sind wir ein großer Weinproduzent und Exporteur. Unsere Weine gehen in die USA, nach Kanada, nach Großbritannien in letzter Zeit. Und wieso hebt der bulgarische Wein so ab eigentlich? Was ist das Spezielle bei euch? Ja, eine gute Frage. Also es ist eine tolle Kombination von Böden, Sonne, also Böden und Klima und gleichzeitig traditionelle Weinsorten, heimische Weinsorten, die hier in Mitteleuropa nicht bekannt sind, nicht gedeihen. Und das ist ein Geheimnis. Heaven's coming down for us, you will see. Techno-Partys werden bei so einer Location wohl kaum gefeiert. Doch wo solche Partys geschmissen werden, seht ihr jetzt bei unserem Party-Tipps presented bei usgang.ch. Am Freitag, 1. April, wird der Franzose Cut Killer in bekannter Hip-Hop-Manier das Alice Chew zum Ausrasten bringen. Sei dabei, wenn sich Rap-Fans und Techno-Liebhaber vereinen oder eine crazy Party feiern. Noch nie Blackjack oder Roulette gespielt? Am Freitag, 1. April, kannst du im Swiss Casinos in Zürich kostenlos an diesen Games teilnehmen. Lass dir das nicht entgehen. Get ready for the Games. Die Swiss Tour der Urban Dance Show führt diesmal in den italienischen und französischen Teil der Schweiz. Am Freitag, 1. April, dürfen sich die Talente in Chiasso beweisen. Und am Tag darauf, am Samstag, 2. April, werden in Lausanne die besten Kandidaten für die große Show im Hallenstadion ausgesucht. Zu diesem wunderschönen Abend passt natürlich auch diese bezaubernde Kulisse hinter mir. Pilatus und der See, einfach einzigartig. Someone said that we won't make it.
find your inspiration also from other countries or from the traveling? How you find your inspiration for your dresses? Yes, I have a brand, Sofia Sposa Milano, and my dresses are present in Germany, Bulgarian. I believe that in Switzerland. Next year, I will present my collection in New York, Manhattan. What is important for a beautiful dress? What is fashion? What important? Women. They're very important because important is sexy and fashion and beautiful laces, beautiful materials, everything for making one beautiful dress. Für musikalische Eindrücke heute Abend sorgt Bella C. Und für euch auf dem Sofa gibt's unseren Soundcheck. Daniel Goldstein, besser bekannt als Lane 8, veröffentlicht ein Deep House Meisterwerk. Die Temperaturen steigen und mit ihnen auch die Lust, sich mit Freunden hinzusetzen und die Zeit auszublenden. Genau dies fällt einem mit diesem Track einfacher, denn er motiviert und animiert. Choose the wine business? Very good question. So the wine business is something very special. The wine, when you produce wine, you have to produce with love, with big story, with art. So the wine, it's really very special business, not just business. Our goal is really to be there in the best restaurant, in the best nightclubs, with very nice packaging, with very nice, good quality wines, and to create really the big and nice image for Bulgarian wines. And we do this with Katarzyna. All the world, the people, they know Katarzyna, they know that we take a lot of words, that we are working very hard, that we are nice people, all the team, which is very important also, and that behind Katarzyna, the wines are really good, and the terroir is very special, so. Also, als Stilbruch zu unserer heutigen Veranstaltung checken wir unser The Dance Special. Let's break it! Diesmal waren wir im St. Jakob Park im schönen Basel. Weitere Infos über The Dance und deren Swiss Tour findet ihr unter thedance.ch. Es gibt so viele Arten, sich auszudrücken, und eine davon ist mit der Kunst. Und dazu gehen wir jetzt zu unserem Graphic 16 Special. Take a look. Zum fünften Mal findet die größte und wichtigste Werkschau für Grafikdesign und visuelle Ausdrucksformen der Schweiz statt. Nationale und internationale Grafiker, Illustratoren, Game Designer und Künstler präsentieren ihre liebsten Arbeiten der letzten 12 Monate. Was es dort alles zu bewundern und zu bestaunen gab, seht ihr hier. Higher places.
Schön, dich hier anzutreffen. Deine Musik ist einfach super, deine Stimme, du hast richtig Energie geliefert. Wie geht es dir jetzt? Ach, ich bin ein bisschen immer noch aufgeregt, weil das war eine sehr wunderschöne Abend heute. Habe ich es wirklich genossen. Die Party geht weiter. Es ist noch nicht fertig. Das wird noch, glaube ich, noch 2 Stunden dauern. So, der Adrenalin ist immer noch hoch und freue ich mich weiterzumachen. Hier, der Piano wartet auf mich. Du bist ja gewohnt, so viel Auftritte, so viele Partys. Von wo findest du die Energie? Von wo tankst du die? Ich tanke es von der Musik. Das ist die einzige Quelle, von wo ich meine Energie bekomme. Das ist meine große Geheimnis. Du hast ja auch mit deinem Song Another World, wolltest du eine Message geben? Ja. Ist es bei dir so, dass du, eben, wenn du jetzt auch in der Öffentlichkeit stehst, dass du irgendwie die Verantwortung fühlst, etwas zu verändern, etwas Positives zu bewirken? Ja, das ist meine Main Message für alle und jeden Einzelauftritt ist, gute, positive Energie zu strahlen, die Leute glücklich zu machen und natürlich die Leute zum Tanzen zu bringen. So, das ist meine richtige Goal. Was für ein eleganter Abend. Erstklassiges Essen mit exzellentem Wein und tolle Musik, die Gänsehaut bereitete. Ich habe es richtig genossen und ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Freakish auf MTV.